Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die High und Hungrig 3 Box von Jizzes und Bones MC. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. High und Hungrig 3 von Jizzes und Bones MC, das Ganze am 28. April erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. Jawohl, es ist, wie der Name schon vermuten lässt, der dritte Teil der High und Hungrig Reihe. Wir werden das Ganze als erstes mal hier aus der Folie holen. So, einmal hier seitlich die Schweißnaht. So, dann können wir hier aufmachen. Und so sieht das dann aus. Wir haben hier eine Box in sehr spezieller Optik. Und zwar sieht es tatsächlich aus wie so ein Pizzakarton. Hier oben einmal der Schriftzug Jizzes Bones MC, High und Hungrig 3, wobei die 3 hier so eingeritzt ist, zumindest von der Optik. Dann der Mercedes hier in Rot, Weiß und Grün. Und darunter lesen wir noch Free Jizzes, der ja aktuell im Gefängnis sitzt. Und dann noch gekreuzte 187 Fahnen. An den Seiten zieht sich das hier durch. Wir haben hier auch so Fettflecken oder hier so ein Brandloch oder Einschussloch beschriftet. High und Hungrig 3, hier auch nochmal und hier dann auch noch Frost. So, auf der Rückseite 187, Bobby Analog, Bones und dann hier noch Infos und Barcode. Es gab das Ganze in unterschiedlichen Varianten, in diesem Fall habe ich die M-Variante. Das ist dem Shirt geschuldet, das konnte man sich in der Größe auswählen. Und dann schauen wir mal rein. Also einmal hier aufklappen, wie bei einem echten Pizzakarton. Dann haben wir hier als erstes mal das Shirt, dann die Fahne, die Autofahne, ein Schal ist noch mit dabei, das Album, in diesem Fall in so einer DVD-Hülle, Skimaske, also Sturmhaube, ein Duftbäumchen ist mit dabei und diverse Sticker, also einmal zweimal, dreimal. So, und dann können wir das Ganze hier wieder zusammenklappen. Ah, jetzt habe ich es falsch rum. So, jetzt passt und die Box zur Seite. So, die meisten Inhalte kommen noch in Folie, außer die Sticker, aber abgesehen von den Stickern hier wirklich alles nochmal separat. So, holen wir mal raus. Was das Shirt betrifft, viele hat ja angenommen, es wäre der Hoodie mit drin, weil er auch irgendwie in der Promophase gezeigt wurde. Aber ich glaube, man hat den Hoodie dann doch nicht machen dürfen, weil dann irgendwie der Wert zu hoch gewesen wäre. Und dementsprechend hat man dann das Shirt genommen. So, die Fahne. Dann haben wir noch das Shirt. Und zu guter Letzt noch das Album. Hier auch nochmal gebrandet hier der Beutel von dem Shirt mit 187 Straßenbande. Und dann kommen wir noch zum Album. Wir starten wie immer direkt damit. Also, wir haben hier so ein hochkantiges DVD-Case. Hier lesen wir 187 Straßenbande präsentiert Jizzes Bones. High und Hungrig 3. Dann haben wir hier diese spezielle Cover-Optik. In der Mitte die beiden Interpreten und dann rundherum Leute und ja, Plätze aus ihrer Umgebung. Wir haben hier die Polizei, ein Hubschrauber, Safi ist zu sehen, Alex, Maxwell, also diverse Leute aus dem Umfeld, Skittles natürlich auch. Sieht aus wie ein FSK 16 Hinweis, ist aber tatsächlich hier 187 Straßenbande. Hier auch nochmal beschriftet. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. 16 Tracks an der Zahl plus Instrumentals, also zwei CDs hier mit drin. Dann haben wir hier die Infos noch, wer den Text und den Beat beigesteuert hat. Weitere Infos und Credits.
Und dann schauen wir mal rein. Poster gibt es ja auch noch. So, die CDs kommen hier in der Felgenoptik. Einmal die Instrumentals. Na, so. Sehen sie aus, hier mit diesem kleinen zusätzlichen Hinweis. Hier steht es instrumental. Und dann links davon regulär die Album-CD. Hier steht auf der Plakette dann Album. So, somit haben wir dann 16 plus 16, also müssen dann 32 Tracks sein. Das Poster, das hat man hier reingefalten. Dementsprechend, ja, gibt es sehr viele Faltlinien, weil es natürlich sonst nicht reingepasst hätte. So, einmal hier nochmal im Hochformat. Wieder das Albumcover. Und auf der Rückseite dann Jesus und Skittles. Ja, das ist auf jeden Fall ein gelungenes Motiv. So, doppelseitig. Dementsprechend könnt ihr euch aussuchen, was euch mehr gefällt. Packen wir wieder zusammen. Und kommen direkt zum nächsten Inhalt, nämlich zu der Autofahne. Also die hat dann hier wirklich auch so einen Clipser, so ein Plastikteil, damit man es festmachen kann. Und dann haben wir hier 187 Straßenbande. So sieht das aus. Dann kann man beim Autofahren seine Musik repräsentieren, wenn man das denn möchte. So, packen wir wieder zusammen. Kommen direkt zum nächsten Inhalt, nämlich der Skimaske. Die kommt in Oliv, also relativ dunkles Grün. Hi und hungrig lesen wir hier. Dann darunter Rot 187. Hier hinten dann auch mal groß 187 Straßenbande. Und ansonsten haben wir hier eben entsprechend freigelassen. Also ein kleiner Bereich für die Augen. Wir haben es zu tun mit einem Produkt 100% Polyester und Made in China. Grüße gehen raus. So. Als nächstes haben wir dann noch den Schal. So, einmal hier. Mercedes Cabrio in Gelb. Dann die beiden Fahnen. Und dann nochmal der Schwarz-Grüne. Und auf der Rückseite Felgen. Hi und hungrig. Und dann hier nochmal Skittles. Schwarze Fransen. Und hier haben wir es zu tun mit 100% Polyester Made in Turkey. Grüße gehen raus. So, dann haben wir als nächstes noch einen Duftbaum. Der kommt hier noch eingeschweißt. Ja, den werde ich jetzt mal drin lassen in dieser Plastikverpackung. Weil sonst riecht er so intensiv und ja, ist die Frage, ob ich den eventuell dann wirklich mal verwenden werde. Schauen wir mal. Aber so sieht er aus. Wir haben hier die beiden vor dem Wagen stehen und daneben der Schriftzug wieder Hi und Hungrig 3. Gut, Sticker. Einmal, zweimal, dreimal. Einmal hier die gekreuzte 187 Straßenbande-Fahne. Dann Hi und Hungrig 3. Und einmal noch das Hündchen mit fetter Goldkette. Das ist sogar der größte Sticker. Sehr schön. Und dann haben wir als letzten Inhalt noch das Shirt. Hier mal ein bisschen Platz machen. So. Das Shirt in dunkelgrün. 187 Straßenbande hier im linken Brustbereich. Auf der Rückseite nochmal die Optik, die wir gerade bei dem Duftbäumchen hatten. Hier riesen Backprint. Und dann haben wir hier noch diesen Anhänger, Hi und Hungrig 3. Größe M, wie gesagt, das konnte man sich frei auswählen, die Größe. Ist auf jeden Fall oversized und großzügig geschnitten. So. Hier gibt es dann noch Infos zum Waschen und Pflegehinweise. 100% Baumwolle, würde ich mal sagen. Auch wenn es hier irgendwie ganz merkwürdigen... Ah, hier haben wir die Sprachen. 100% Baumwolle. Genau. Jawohl. Gut,
Dann zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in dieser Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, wie gesagt, größentechnisch frei wählbar. Dann haben wir die Sticker. Einmal, zweimal, dreimal. Das Duftbäumchen ist natürlich auch mit dabei. Der Schal, beidseitig gestaltet. Die Skimaske, die Sturmhaube. Das Poster, doppelseitig bedruckt. Die Autofahne. Und natürlich das Album an sich, inklusive Instrumentals hier in dieser DVD-Hülle. Jawohl, das alles. Das alles in dieser wunderbaren Box High und Hungrig 3 von Jesus und Bones MC. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Jesus, Bones und auch mich unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.